Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter. Und heute ist wieder so wie ein Champions League-Spiel, Leute. Der Klassiker in der Bundesliga, Leute. Zwei Top-Champions, Leute, spielen heute um die Meisterschaft, Leute. Bayern und Dortmund, Leute. Tabellen zwar Dritte gegen Tabellen Ersten, Leute. Und zur Zeit läuft es halt gut bei uns, Leute. Wie lange es noch gut läuft, werden wir sehen, Leute. Wie lange es noch gut läuft. Man weiß nicht, wir sind jetzt schon seit 14 Spielen unbesiegt. Das kann immer noch so. Es kann immer passieren, dass man wieder eine Niederlage kassieren, Leute. Weil das ist das Ding. Das ist halt das Ding. Man kann immer noch die Meisterschaft ist unser Ziel, Leute. Meisterschaft ist unser Ziel, Leute. Das ist so das Ziel, was wir diese Saison ausgerufen haben. Ob es dann wirklich funktioniert, Leute, werden wir dann sehen am Ende der Saison. Das werden wir dann sehen, Leute, wie unser Ende dieser Saison aussieht. Genau, möge der besser gewinnen. Was ist schon, es könnte mit dem Sieg von uns schon eine kleine Mini-Vorentscheidung kommen, Leute. Es wird, ja, wenn wir gewinnen können, wir dranbleiben, Leute. Ja, dann wird's jetzt. Ja, naja, ja, es ist nicht einfach, aber wir müssen uns einfach konzentrieren, Leute. Einfach konzentrieren. Und dann holen wir die wichtigen Punkte für die Meisterschaft, Leute. Die Pressekonferenz ist damit beendet. So, zusammen die wichtigen Spiele um die. Das ist so. So, und heute werden wir wieder einige er wird Gnabry rein. Dann kommt Leimer wieder. Das wird, müssen wir mal gucken. Oh, Leimer. Ah, müssen wir Thiel, ja, das ist halt jetzt, das ist das Problem, was wir jetzt haben, Leute. Das ist halt so ein bisschen. Das ist halt ein bisschen das Problem, was wir zurzeit haben. Wir haben halt. Bisschen geschwitzt, Leute, Dings und zu holen, zu ver. Ah, Leon Goretzka, das ist unser Ding, Leute. Da haben wir jetzt ein bisschen das Problem, was wir jetzt machen müssen. Mit dem FC Bayern. Defensiv sind wir jetzt ein bisschen. Wir haben einige für die Defensive gekauft, die erst aber im Sommer kommen, Leute. Zwei.
Ja, da. Weil das wird den. Wir wollen natürlich diese Saison gut abschließen. Das sind halt die Pech und Glück zugleich, Leute, mit den Handelfmeter, was wird denn da bloß? Das ist halt immer die Krux an dieser Sache, Leute. Und dann werden wir in der neuen Saison, in der Vorbereitung, werden wir wieder mal gucken, ob wir, werden wir die Mannschaft wieder ein wenig erneuern. Sozusagen in der neuen Saison. Einige Spieler kommen, vielleicht gehen wieder noch ein paar in die Defensive. Einige kommen, einige. So werden wir es mal. Es werden ein paar gehen. Es sind ein paar gegangen, es werden wieder kommen. Und im Sommer werden wir nochmal gucken, ob wir den Umbau der Mannschaft weiter durchziehen würden. Umbau der Oh Mann, das ist das Ding, was wir immer haben. Das war die Bälle nicht dran. Oh Mann, das ist. Also, Zeit ist auch der Platz, nämlich der Beste zu sein. Es sind halt schon viele Spiele zurzeit auf dem Feld. Schon viele Spiele kommen, Leute. Und es ist heute, es könnte schon einen kleinen Gruppen. Es wird dieses. Ja, und dann ist ja Länderspielpause, klar. Na ja, mit Länderspielpause, Leute. Dann ist Länderspielpause und dann geht's ja wie. Ah, dann geht's ja Länderspielpause und dann schon.
Okay, zurzeit machen wir jetzt ein bisschen zu viele an. Bei leichten Fehlern. Oh, ich spiele, Leute. Heute sind wir ein bisschen, spielen wir mal anders heute ein bisschen. Oh, ich wollte auf Gnabry spielen, aber warum der Ball nicht auf Gnabry ging? Fragen mit X. Das frage ich extrem. Oh. Oh Gott. Ja. Gott. Ja, heute mit dem Sieg gegen. Heute ein Sieg gegen den zu. Ja, merkst du, heute spielen wir wieder nicht so wie die anderen zwei Spiele. Na mehr, heute spielen wir mit. Oh, Kobel, halt die Bälle halt sicher. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir das Spiel verändern, Leute. Wie wir das Spiel jetzt ein bisschen verbessern heute. Ah, oh Mann, heute funktioniert die Taktik irgendwie in die Mitte. Irgendwie funktioniert heute die Taktik.
Und einfach weil. Ja, um mal nach von Flank, aus hoher Pässe und nach vorne in die Mitte zu spielen. Boah, wir müssen gucken, wie wir irgendwie in das Spiel zurückkommen, Leute. Ja, wir irgendwie so. Aber wir lassen uns so ein bisschen einnullen zur Zeit, Leute. Ein bisschen zu viel einnullen. Ah, oh, Junge. Ist heute es zu weit, Leute? Ist es heute zu weit, Leute? Ist es heute zu weit, dass wir heute nach 14 Spieltagen die erste Saison, die erste, nach 14 spielt, nach 14 Spielen zum ersten Mal verlieren? Nach 14 Spieltagen die erste Niederlage. Oder schaffen wir es noch? Jetzt kommen wir nochmal zurück. Wir wollen nicht hier die Niederlage nach Hause bringen. Das ist unser Ziel, heute nicht den 15. Sieg zu den 15. Holen wir uns heute ohne Niederlage. Schaffen wir es heute das 15. Spiel ohne Niederlage? Das wäre unser Ziel, Leute. 15 Spiele ohne Niederlage. Das wäre unser Ziel, Leute. Das ist unser Ziel. Den 5. Oh Mann, das Spiel ist so. Ja, wir haben dürfen. Oh, es sieht danach aus, Leute, dass heute das erste, die erste Niederlage nach 14 spielt. Nach 14 Spieltage abge. Bayern macht noch mal richtig noch mal Druck, Leute, an das Spiel. Ja, es geht um hier noch nicht. Wir wollen weiter unbesiegt, ohne das 15. Spiel in Folge zu Unentschieden holen. Das ist unser Ziel heute. Das 15. Spiel ohne Niederlage wollen wir heute schaffen, Leute. Noch ein Tor mindestens müssen wir noch schaffen. Ein Tor müssen wir noch schaffen, Leute. Ein Tor müssen wir schaffen.
Und zwei um halb. Ein Tor, um die Niederlage zu kassieren. Und zwei um. Ein Tor, um nicht zu verlieren, und zwei, um das 15. Um weiter dran zu. Und das ist unser Ziel, Leute. Ja, zumindest hier heute zu verlieren, Leute. Um nicht zu verlieren, Leute. Zu einem Tor mindestens müssen wollen wir noch schaffen, Leute. Aber zumindest die Liga. Die Niederlage-Serie zu. Aber es sieht halt schwer aus, Leute. Oh Mann, heute ist echt der Wurm drin, Leute. Heute ist echt der Wurm drin, Leute. Oh, abseits, oh Mann. Abseits, Alter, Junge. Spiel, Alter, Unterschiede. Oh, dann Punkt ist. Boah, ein Punkt ist besser als kein Punkt, Leute. Boah, da war's für ein Krimi-Spiel. Ja, da haben wir ein bisschen nicht so gespielt, wie wir wollten heute. Da muss man so hart sagen. Aber wir bleiben weiter ohne Niederlage seit 15 Spielen. Danke, dass Sie direkt nach dem Schluss. Das war ein bisschen wichtig. Ne? Aber Dortmund besser. Weil Dortmund einfach besser war. Sozusagen, weil Dortmund einfach besser war. Das muss man so hart sagen. Wir bleiben weiter ungeschlagen mit und besiegt, was halt 15 spielen wollen, natürlich jetzt weiter dran, die hochpushen. Jetzt werden wir aber erst ein bisschen Länderspielpause machen von 2 Spielen und dann schauen wir, was passiert, Leute. Noch 2 Jahre. Ja, Unterschiede ist Unterschiede. Punkt ist Punkt. Ja. Für die Meisterschaft geht das mit. Schon. Vielen Dank.
Mit dem Punkt, es geht jetzt halt um wichtig. Mit einem Sieg ist, okay, mit dem Sieg wäre es halt schöner gewesen, Leute. So, Leute, jetzt tun wir. Oh, also nicht Länderspiel, Paul, gegen Hertha spielen wir. Gegen Hertha spielen und dann noch. Und dann noch mal gegen. So Leute, aber ich würde sagen, gegen Berlin spielen wir erst beim nächsten Mal. So, mir sagt euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.